Und das ist natürlich ein riesiges Problem, das wir hier haben. Die Wissenschaft wird missbraucht. Und ich würde sogar davon sprechen, dass die Wissenschaft zu einem Instrument gar der Unterdrückung teilweise geworden ist. Ja? Dass man Wissenschaft missbraucht hat, um eben extrem drakonische Maßnahmen zu verhängen während der Pandemie, die eben nicht wissenschaftlich begründet waren. Leider setzt sich das ja fort in vielen anderen Themengebieten, in denen Wissenschaft in zunehmendem Maße missbraucht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Professor Dr. Roland Wiesendanger. Herr Wiesendanger, schön, dass Sie wieder sich Zeit genommen haben. Guten Tag, Herr Friedrich. Ja, es freut mich sehr, dass wir nach 3 Jahren wieder einmal ein Gespräch führen können. Und Sie haben es im Vorgespräch schon so richtig erkannt und auch genannt. Ich ebenso in der Recherche. Ich habe nochmal das Video angeschaut und eigentlich das Video von vor 3 Jahren ist aktueller denn je. Man muss nichts revidieren. Alles, was Sie gesagt haben, ist de facto eingetroffen oder hat sich bewahrheitet, oder? Ja, das kann man sagen. Es ist bestätigt worden durch viele Zeugenaussagen, auch aus USA oder aus Großbritannien, was den Ursprung der Covid-19-Pandemie anbelangt und auch die Konsequenzen letzten Endes für unser Wissenschaftssystem und wie die Wissenschaft in die Gesellschaft hineinwirkt. Jetzt im Rückspiegel der Geschichte, fühlen Sie sich denn bestätigt mit allem? Sagen Sie, ja, es war der richtige Weg, weil es gab ja auch relativ viel Gegenwind, sogar Klagen vom Spiegel und so weiter? Ja, nun, als Wissenschaftler stehe ich in der Verantwortung, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich möchte vielleicht vorausschicken, dass ich zu keinem Zeitpunkt Mitglied einer politischen Partei war. Ich stehe auch keiner politischen Partei nahe. Ich bin auch nie finanziert worden für das, was ich jetzt hier zum Thema Pandemie oder auch Rolle der Wissenschaft sage. Ich habe auch keine Bücher geschrieben, habe auch keinen YouTube-Kanal. Meine einzige Motivation ist, die Öffentlichkeit möglichst wahrheitsgemäß zu informieren. Und das bin ich als Wissenschaftler auch der Gesellschaft schuldig. Und insofern bereue ich es auch nicht, letzten Endes sehr frühzeitig mit meinen Erkenntnissen, gerade auch zum Pandemieursprung, an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Tatsächlich in einer ersten Pressemitteilung bereits im Mai 2020, also kurz nach Erklärung einer Pandemie. Und wenn man damals eben nicht nur auf mich, sondern es waren ja auch andere, unter anderem auch ein Nobelpreisträger, Luc Montagnier, der gleichzeitig auch im französischen Fernsehen ja Ähnliches gesagt hat, wenn man darauf gehört hätte, dann hätte man viele Dinge eben auch anders gestalten können, auch von der Reaktion auf die Pandemie und vor allen Dingen natürlich auch jetzt in Bezug auf die Vorsorge, um solche Pandemien möglichst eben für die Zukunft ausschließen zu können. Da passiert absolut nichts. Ja, die Politiker weigern sich immer noch überhaupt das zu thematisieren, diese extrem gefährliche Gain-of-Function-Forschung, bei der man eben pandemiefähige Erreger auf Menschen übertragbar macht, auch von Mensch zu Mensch übertragbar macht. Es gibt keinerlei Regelungen bis zum heutigen Tag auf internationaler Ebene. Es gibt einige Initiativen jetzt auf bundesstaatlicher Ebene in den USA, aber in Deutschland zum Beispiel wird das noch nicht mal thematisiert. Und das Interessante ist, dass die gleichen Politiker, die da Schwierigkeiten haben, der Wissenschaft irgendwelche Regeln aufzubürden, dann aber kein Problem haben, wenn eine Pandemie ausbricht, tatsächlich viel drakonischere Maßnahmen, also sprich zum Beispiel Schulschließungen, Lockdowns, bis hin auch zum Aussetzen von Grundrechten, Freiheitsrechten der gesamten Gesellschaft aufzubürden. Und das ist aus meiner Sicht so ein Widerspruch in sich. Und verantwortungsvolle Politiker müssen sich diesem Thema widmen und dürfen nicht länger die Augen davor schließen. Absolut. Und wer das Gespräch von vor 3 Jahren mit Professor Dr. Wiesendanger anschauen möchte, ich werde es natürlich hier oben verlinken, als auch unten in den Shownotes, nach wie vor absolut sehenswert und an Brisanz nichts verloren. Und wir waren ja während der 3 Jahre auch immer wieder im Kontakt. Sie haben mir viele Informationen immer gesendet, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich kann es auch nochmal unterstreichen und auch
ja, verifizieren, dass sie auf jeden Fall jemand sind, der datenbasiert arbeitet, dem es wirklich um die Sache geht, genauso wie mir. Also für mich war es ja auch ein Akt der Nächstenliebe, aus Liebe zu meinen Mitmenschen, sie davor zu schützen oder aufzuklären, hier irgendwelchen Falschnachrichten aufzusetzen. Und natürlich fühlt man sich dann schon bestätigt, aber der Gegenwind war schon enorm. Aber ich möchte jetzt gleich mal vielleicht eine der wichtigsten Fragen an Sie stellen, nämlich, was haben Sie gedacht, als die RKI-Files veröffentlicht worden sind? Ist ja schon mal absurd allein, dass unterschiedliche Informationen erst von anderen Medien herausgeklagt werden mussten in einer freien Demokratie. Aber die RKI-Files hatten natürlich schon in sich. Haben Sie sich da überrascht gefühlt oder eher bestätigt? Ja, ich habe mich eigentlich nicht irgendwie überrascht gefühlt. Es ist einfach so, dass in den letzten Jahren die Wissenschaft missbraucht worden ist. Letzten Endes steht Wissenschaft eigentlich für die Suche nach der Wahrheit. Tatsächlich war es aber so, dass die Wissenschaft in den letzten Jahren einer ideologisierten Konformität geopfert wurde. Es wurde gesagt, follow the science, was aber letzten Endes ein Spruch war, der von politischen Kreisen vor allen Dingen propagiert wurde. Und was wir jetzt eben sehen mussten, ist, dass es gar nicht darum ging, follow the science, weil tatsächlich eben das RKI nicht der Wissenschaft gefolgt ist, sondern auf politische Anweisungen entsprechend gearbeitet hat und auch dann entsprechend die Dinge gegenüber der Allgemeinheit und selbst gegenüber der Justiz eben dann falsch kommuniziert hat. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, das wir hier haben. Die Wissenschaft wird missbraucht und ich würde sogar davon sprechen, dass die Wissenschaft zu einem Instrument gar der Unterdrückung teilweise geworden ist. Ja, dass man Wissenschaft missbraucht hat, um eben extrem drakonische Maßnahmen zu verhängen während der Pandemie, die eben nicht wissenschaftlich begründet waren, sondern nur politisch eben entsprechend auch gewollt waren. Und leider setzt sich das ja fort in vielen anderen Themengebieten, in denen Wissenschaft in zunehmendem Maße missbraucht wird, um gewisse politische, ideologische Ideen durchzusetzen. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung, die ich als Wissenschaftler sehe. Und das ist das, was mir ja nicht nur bei der Veröffentlichung der RKI-Files, sondern natürlich auch der ganzen Veröffentlichungen aus USA, aus Großbritannien gesehen habe in den letzten 3 Jahren, die das alles bestätigen, dass Wissenschaft missbraucht wird, nicht nur eben hier jetzt in Deutschland, sondern die ganzen Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz haben unglaublich viele Dokumente zum Vorschein gebracht. Und das viel Schlimmere ist auch noch, dass letzten Endes die wissenschaftliche Wahrheit dann gar noch unterdrückt wurde durch Anordnung aus der Politik gegenüber sozialen Medien. Wir wissen heute auf der Basis der Twitter-Files, wir wissen das von Facebook, dass es politische Anordnungen gab, viele wirklich wahrhafte Darstellungen zu unterdrücken. Dazu gehörte eben auch der Ursprung der Pandemie. Das ist ein Thema gewesen, das eben auch durch die sozialen Medien eigentlich hätte auch stärker noch an die Öffentlichkeit gehen müssen. Aber die Politik hat eine Anweisung gegeben, das zu unterdrücken. Und zum Zeitpunkt auch der Veröffentlichung meiner Studie am 18. Februar 2021 fiel das in eine Zeit eben genau noch dieser Zensur auch, die auferlegt wurde von Seiten der Politik. Und das hat das Ganze natürlich von der Reaktion her besonders schlimm gemacht, weil die Medien letzten Endes, die Medienvertreter geglaubt haben, ja, das ist etwas, das dürfen sie gar nicht mehr berichten und das ist politisch nicht gewollt. Und insofern ist es also auch von der Seite her eine ganz schlimme Entwicklung, dass Wissenschaft nicht mehr in einem Diskurs eben hier sich weiterentwickeln kann, sondern dieser Diskurs wird unterdrückt von politischer Ebene, von medialer Ebene. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die ich als Wissenschaftler sehe. Ja, absolut. Also die Debattenkultur oder auch der Diskurs in der pluralistischen Demokratie ist unter die Räder gekommen.
Und ja, ich kann es noch bestätigen, unser Gespräch oder unsere Interviews wurden tatsächlich dann auch ja teils zensiert von YouTube, indem sie einfach nicht verbreitet worden sind. Die wurden eingeschränkt, weil wir dagegen ja Richtlinien verstoßen hätten. Dabei haben sie ja nur mit Daten und Fakten argumentiert. Und Wissenschaft ist ja eigentlich der Austausch unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher ja Stellungen, und nichtsdestotrotz wurde das dann eigentlich alles dann zensiert, muss man schon fast sagen, und nicht ausgestrahlt. Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ich habe in der Vorbereitung für das Interview auch das nochmal angehört, es ist eigentlich alles, wie gesagt, in der Zwischenzeit allgemeingut, was sie von sich gegeben haben. Ich sehe da keinen Grund, warum das hätte zensiert werden sollen. Aber wir haben es gesehen, ich meine, Mark Zuckerberg von Meta hat es zugegeben, dass auf Druck der Regierungen einfach kritische Äußerungen zu Corona oder zur Impfung zensiert worden sind, weil man halt ein Narrativ durchprügeln wollte. Und dahin geht jetzt auch meine nächste Frage, Herr Professor Dr. Wiesendanger. Was war denn die Intention? Also ging es jetzt nur um Geld zu verdienen? Ging es um ein Experiment, um zu schauen, wie weit man gehen kann? Was glauben Sie Ihrer Ansicht nach? Was war der tiefere Grund hinter all dem, hinter der Scharade, die wir die letzten 3 Jahre da erlebt hatten? Ja, es war einfach so, dass diese Gain-of-Function-Forschung, bei der man eben, wie gesagt, Viren extrem gefährlich macht, insbesondere pandemiefähige Erreger gefährlich macht für den Menschen, dass die eben in den letzten 10, 15 Jahren extrem ausgeweitet wurde, speziell auch in USA, aber auch teilweise in Europa. Und besonders dramatisch war das Jahr 2011, als 2 Forschungsgruppen unabhängig voneinander in USA und in den Niederlanden gezeigt haben, dass man Vogelgrippeerreger eben auf den Menschen leicht übertragbar machen kann über Aerosole. Vogelgrippeerreger sind ja wieder in aller Munde. Ich spreche es auch deshalb an. Das waren also, wie gesagt, erste Experimente 2011. Und viele Wissenschaftler haben eben schon damals gesehen, wie extrem gefährlich solche Experimente sind, weil es gibt normalerweise eine natürliche Adaptionsbarriere beim Übergang von Viren von einer Spezies, also sagen wir mal Vögel, auf den Menschen oder sagen wir mal auf Säugetiere. Und diese Adaptionsbarriere wird letzten Endes durchbrochen durch gentechnische Veränderungen von solchen Viren. Und das schafft natürlich ein extremes Gefahrenpotenzial, insbesondere wenn man diese Viren dann gleichzeitig noch leicht von Mensch zu Mensch übertragbar macht über Aerosole. Und genau darüber ist berichtet worden in einer Nature and Science Publikation 2011. Und dann gab es also eine extrem starke Diskussion, darf man das überhaupt publizieren und darf man überhaupt solche Experimente weiterführen. Und es war kein geringerer als Anthony Fauci, den wir sicherlich alle gut kennen. Er war ja Gesundheitsberater von so vielen US-Präsidenten zuvor schon und hat die gesamte Gesundheitspolitik mitgeprägt, aber auch natürlich gerade auch die Forschungsförderung auf dem Gebiet der Medizinforschung in USA und weit darüber hinaus durch die entsprechenden Verbundprojekte. Und Anthony Fauci hat also 2012 wörtlich gesagt, dass das Risiko solcher Gain-of-Function-Experimente letzten Endes aufgewogen wird durch den Erkenntnisgewinn. Also er hat den Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft über das Risiko für die Gesellschaft gestellt. Das ist in einem Interview festgehalten worden. Interessanterweise ist es dann so, dass es zwar zu einem Moratorium der Förderung für diese Gain-of-Function-Forschung zwischen 2014 und 2017 gekommen ist. Allerdings hat Anthony Fauci im Hintergrund immer wieder dagegen gearbeitet und hat insbesondere auch dieses Moratorium umgangen, indem er tatsächlich auch in dieser Zeit Forschungsprojekte gefördert hat, und zwar auch zum Beispiel in Wuhan. Er hat eben Forschungsprojekte in Richtung dieser Gain-of-Function-Forschung ausgelagert. Und 2017 hat er dann in einem Interview gesagt, there will be a surprise outbreak. Also es wird einen überraschenden Ausbruch geben. Das hat er vorhergesagt in einem Interview. Das ist abrufbar. 2018 gab es ja einen berühmten Forschungsantrag mit dem Kurztitel Diffuse von Peter Daszak. Das ist der Präsident der EcoHealth Alliance zusammen mit Ralph Barrick von der University of North Carolina und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Wuhan-Instituts für Virologie. Und da haben sie beschrieben, dass sie also sogenannte Furinspaltstellen einbauen wollen in SARS-artige Coronaviren. Und diese Furinspaltstellen wurden ja dann auch bei SARS-CoV-2 tatsächlich gefunden, obwohl in
allen Coronavirenarten des Untertyps von SARS-CoV-2 solche Furinspaltstellen nicht vorkommen. Das heißt, es war eines der klaren Hinweise gleich zu Beginn, dass das SARS-CoV-2-Virus eben nicht natürlichen Ursprungs ist. Und es ist in diesem Forschungsantrag exakt dargelegt, was man machen muss, um eben diese Furinspaltstellen einzubauen, was man sonst noch machen soll, um eine möglichst einfache Übertragbarkeit auf den Menschen zu realisieren. Und es steht wörtlich in solchen Anträgen drin, man möchte das Pandemiepotenzial für den Menschen testen. Das steht auch zum Teil in Veröffentlichungen genauso drin. Also wenn wir darüber sprechen, war diese Pandemie geplant oder nicht? Also das ist nicht irgendwie jetzt etwas, wo man da irgendwie fremde Mächte oder so vermuten muss, sondern das ist ja dokumentiert durch die Forschungsanträge. Ja. Ein Forschungsantrag ist geplant. Es steht explizit drin auch, welche Chemikalien man da verwenden wollte und welche biotechnologischen Prozesse man da verwenden wollte. Das ist alles dokumentiert. Und das Schlimme ist ja, dass gerade auch in deutschen Medien immer wieder gesagt wurde, ja, dieser Forschungsantrag wurde ja gegenüber der DARPA gestellt, das ist ja sozusagen eine Unterorganisation des Pentagon. Tatsächlich ist der Antrag abgelehnt worden, aber der Peter Daszak ist unmittelbar danach zu Anthony Fauci eben gegangen und hat um weitere Forschungsgelder für seine hochriskante Forschung eben von der National Institutes of Health gebeten und hat diese Forschungsgelder 2018 neu auch bekommen. Der Titel dieses Forschungsverfahrens war dann zwar etwas modifiziert, aber die Forschungsinhalte waren sehr, sehr ähnlich. Und dann muss man noch wissen, dass im gleichen Jahr 2018 es Warnungen gab von US-Diplomaten, die vor Ort in Wuhan waren, am Wuhan-Institut für Virologie, und gesehen hatten, dass hier also unter Sicherheitsbedingungen gearbeitet werden, die überhaupt nicht angemessen sind für so hochriskante Forschung. Und die haben das auch nach Washington eben kommuniziert, aber es passierte nichts. Das ist alles dokumentiert. Und auch in diesem Antrag, von dem ich gesprochen habe, wurde also zunächst einmal in einer Vorversion davon gesprochen, dass man das am liebsten in Wuhan machen würde, wo eben diese Forschung unter lediglich sogenannten BSL-2-Bedingungen, das ist eine Biotechnologie-Sicherheitsstufe, die weit unterhalb von dem ist, was man eigentlich haben müsste für Forschung mit Coronaviren, das wäre mindestens BSL-3, in USA und auch in Europa. Und wenn man gar eben Gain-of-Function-Experimente macht mit gar noch Pandemiepotenzial, dann ist das eine absolute Katastrophe. Und das hat also selbst der international renommierteste Coronavirenforscher Ralph Baric von der University of North Carolina genau auch so gesagt. Das heißt, das war also etwas mit Ankündigung. Es war klar, das musste irgendwann passieren und ist ja dann tatsächlich im Sommer 2019 passiert. Wir wissen heutzutage sehr genau, dass der Ausbruch etwa zwischen Juli und September erfolgt ist. Das wissen wir durch diese sogenannte molekulare Uhr. Da kann man anhand der verschiedenen Coronaviren-Typen, die es gegeben hat, von SARS-CoV-2 eben das zurückverfolgen. Also man verfolgt die verschiedenen Stränge zurück und schaut also, wann ist das überhaupt in die Welt gekommen. Und da kommt man eben auf eine Zeitspanne zwischen Juli und September. Und das passt auch sehr gut damit überein, dass am 12. September eben die Coronaviren-Datenbank gelöscht wurde vom Wuhan-Institut für Virologie und seitdem eben niemand nachprüfen kann, mit welchen Virentypen geforscht wurde. Wichtig ist aber, dass wir wissen, unabhängig, dass die 8 nächsten Verwandten von Coronaviren von SARS-CoV-2 exakt an diesem Wuhan-Institut für Virologie auch tatsächlich vorhanden waren. Das wissen wir eben auch durch entsprechende Publikationen, durch Recherchen auch durch Internet-Freaks, die das alles recherchieren konnten in der Zwischenzeit. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, die auch mir immer wieder gestellt worden ist, ist das denn jetzt wirklich voll absichtlich genau zu diesem Zeitpunkt passiert? Da wäre ich jetzt vorsichtig, weil es gibt ja 2 Annahmen, die man erstmal machen kann. Die Chinesen haben ja den Amerikanern vorgeworfen,
diese Viren tatsächlich in Wuhan eben freigelassen zu haben, haben insbesondere die Militärfestspiele in der zweiten Oktoberhälfte 2019 angeführt. Wir wissen aber heute, dass SARS-CoV-2 bereits schon breit sich verbreitet hatte und das nicht der Zeitpunkt des Ausbruchs sein konnte. Tatsächlich sind sehr viele Teilnehmer dieser Militärfestspiele, auch deutsche Teilnehmer und auch andere internationale Teilnehmer, krank zurückgekommen mit Symptomen, die eben schon Covid-19 ähnlich waren. Darüber haben auch deutsche Medien berichtet damals. Und wir wissen auch, dass gesichert eben auch erste Covid-19-Fälle auch in Südeuropa, in Südfrankreich, in Italien spätestens Anfang November 2019 aufgetreten sind. Das heißt, dieses ganze Märchen von einem Ausbruch Ende Dezember auf einem Wuhan-Fischmarkt, das ist überhaupt nicht haltbar. Und insofern bin ich derart überrascht, dass es immer noch Virologen gibt, auch namhafte, sehr bekannte deutsche Virologen, die immer noch dieses Märchen verbreiten. Also das ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun und widerspricht allem, was wir eben wissen. Man kann jetzt die Frage stellen, ist die Ausbreitung dann durch eine absichtliche Freisetzung von chinesischer Seite erfolgt? Das ist aber auch unlogisch. Wenn ich das von chinesischer Seite freisetze, dann würde ich das wohl kaum vor der Haustür des Virologischen Instituts machen, das die weltweit größte Sammlung von Coronaviren hatte. Ein Institut, das eben über 15 Jahre hinweg hochgefährliche Forschung mit Coronaviren betrieben hat, von dem die ganze Welt wusste, was da geschieht und natürlich auch sofort diese Vermutung eben auch geäußert hat. Und es waren ja insbesondere auch chinesische Wissenschaftler, die über eben zum Beispiel ResearchGate, eine Internetplattform für die Wissenschaft, das kommuniziert haben, gleich zu Beginn des Jahres 2020, dass sie diese Vermutung haben. Das lag ja auf der Hand. Und umso mehr war es ja irrsinnig, dass eben die Politik, dass die Medien das so stark bekämpft haben. Ich will vielleicht nochmal daran erinnern, dass im Frühjahr 2020 zum Beispiel das ZDF eine Sendung mit Herrn Lesch ausgestrahlt hat zum Thema Ursprung der Pandemie. Und da wurde nur auf die Zoonose eingegangen. Ja, da wurde nicht diskutiert, dass das auch aus dem Labor kommen könnte und dass es da ganz klare Hinweise dafür gibt, die ich eben in der Pressemitteilung Anfang Mai 2020 auch schon der Öffentlichkeit gegenüber kommuniziert habe. Und dann eben 2021, als ich dann die Studie von über 100 Seiten publiziert hatte, war es eben auch das ZDF Online, die ja nicht nur gegen meine Studie entsprechend vorgegangen sind, mich diffamiert haben, sondern auch noch eine Falschaussage, ein Falschzitat eingebaut haben, ja, um eben letzten Endes mich zu diffamieren und insbesondere auch einen Keil zwischen dem damaligen Präsidenten der Universität Hamburg und mir selbst reinzutreiben. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist das gleiche ZDF gewesen, das im Jahr 2021, als dann so viele 2022, Entschuldigung, als dann so viele Hinweise auf den Laborursprung gerade aus USA kamen, sind die dann auf mich zugekommen, Ende 2022. Sie wollen jetzt eine Dokumentation bringen, wo sie wirklich beide Sichtweisen darlegen wollten und beide Argumente als zugunsten Laborunfall oder auch zugunsten der Zoonose darlegen wollten. Und dann haben sie mich gebeten, also am Adventssonntag nachmittags mehrere Stunden Zeit zu opfern, ja, vierten Advent. Ich habe das natürlich getan, weil ich geglaubt habe, es gibt jetzt da einen Umschwung. Was ist passiert? Ich habe mir all diese Mühe gemacht und das ist dann ausgestrahlt worden, also als Dokumentation des ZDFs, ist auch jetzt noch auf ZDF Info, glaube ich, abrufbar. Und was ist passiert? Mein ganzer Beitrag ist überhaupt weggefallen. Der Beitrag ist auch nochmal ausgestrahlt worden, einzig eben mit der Darlegung, ja, Ursprung der Pandemie sei eine Zoonose. Und auch an dem Beispiel sehen Sie, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, seinem Auftrag eben überhaupt nicht mehr gerecht wird, einer ausgewogenen Berichterstattung, obwohl man wusste, dass es eben diese verschiedenen Aspekte gibt. Das haben die mir ja per E-Mail auch kommuniziert. Sie wussten es. Und sie haben trotzdem eben die Argumente der Gegenseite weggelassen. Und das ist ja nicht nur in meinem Fall passiert. Das ist ja in vielen Fällen der letzten Jahre passiert. Das heißt, da gibt es ganz, ganz klare, auch dokumentierte Fälle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen dem eigentlichen Staatsauftrag nicht mehr gerecht wird. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch mal von juristischer Seite jetzt betrachtet wird und auch Konsequenzen gezogen wird. Ja, das ist ja auch der Grund, warum immer mehr Menschen das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien verlieren. Genau wegen solchen Sachen. Das passiert ja nicht nur bei Corona oder passiert ja vor allem bei Corona, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Egal ob Klima oder Ukraine-Krieg, Inflation, was es da alles gibt. Es wird sehr einseitig berichtet. Ich denke mal, wahrscheinlich hat diese Erfahrung Sie auch erschüttert bezüglich des Vertrauens in die Medienlandschaft. Und das ist ja, wie gesagt, momentan sowieso ein Zeitgeist, der nicht aufzuhalten ist, weil die diffamieren sich ja eigentlich immer selber oder demaskieren sich viel mehr. Aber Frage, hat denn dann dieser öffentliche Druck, dieser Shitstorm gegen Sie es geschafft, dann Keil reinzutreiben zwischen der Universität und Ihnen? Nein, also im Gegenteil, der damalige Universitätspräsident ist in einer Videobotschaft ja an die Öffentlichkeit getreten, okay, insbesondere natürlich auch an die Universitätsmitglieder, und hat eben gesagt, dass es wichtig wäre, auch letzten Endes eine solche Vermutung eben zu kommunizieren und auch so, wie wir das damals in der Pressemitteilung der Universität Hamburg gesagt haben, die Bevölkerung zu involvieren in einer so entscheidenden Frage, weil es geht ja um unsere Existenz, ja. Diese biotechnologische Bedrohung ist heutzutage ja viel größer noch als die atomare Bedrohung, die ja schlimm genug ist. Aber tatsächlich haben wir gesehen, mit Biowaffen und extrem gefährlichen Erregern können sie eben jede Ecke der Welt in allerkürzester Zeit erreichen, ja. Und das ist vom Gefahrenpotenzial noch viel schlimmer. Und die gesellschaftliche Debatte darüber darf und kann nicht unterdrückt werden. Und das hat der frühere Präsident der Universität Hamburg auch vollkommen richtig erkannt. Und ich habe auch bis zum heutigen Tag jetzt keinerlei Maulkorb oder so verhängt bekommen, um eben wahrheitsgemäß auch über diese Dinge jetzt zum Beispiel mit Ihnen zu sprechen oder auch mit anderen Interviewpartnern. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Im Gegenteil, also es war gerade auch die Universität Hamburg, die sich eben auch zur Freiheit der Äußerung von Wissenschaftlern eben bekannt hat, auch in einem schriftlichen Dokument. Das ist die absolute Voraussetzung, um überhaupt Wissenschaft voranzubringen. Wenn wir das nicht mehr erlauben, egal wie unterschiedlich die Auffassungen, sagen wir, zur Pandemie zu Themen wie Klima oder auch Ukraine-Krieg sein mögen. Diese Unterschiede müssen entsprechend ausdiskutierbar sein und gerade in der Wissenschaft. Ja. Absolut, ja. Da darf es keine Maulkörbe geben und da muss man auch vorbauen, dass gerade auch in Deutschland das Wissenschaftssystem eben noch hier diese Diskurse ermöglichen muss. Ich höre allerdings auch von vielen Kolleginnen und Kollegen anderer Universitäten in Deutschland, dass das überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass tatsächlich es Universitäten auch in Deutschland gibt, die eben Maulkörbe dann den jeweiligen Professoren, Professorinnen verhängen, sei es manchmal von Präsidiumsebene oder auch von Dekaneebene. Und das sehe ich als dramatische Entwicklung an. Das darf niemals der Fall sein. Wenn man sich einer durchaus berechtigten Debatte auch im wissenschaftlichen Raum nicht stellen will, dann heißt das ja nur, dass man die viel, viel schlechteren Argumente hat. Und das würde ja bedeuten, dass wenn sich solche Maulkorberlasse durchsetzen, dann würden sich ja die schlechteren Argumente durchsetzen. Und das kann ja nur
eine negative Konsequenz für das ganze Land haben. Das heißt, wenn wir das im Wissenschaftssystem in Deutschland oder auch anderswo zulassen, dann muss eigentlich die gesamte Gesellschaft ausspringen und sagen, das wäre eine katastrophale Entwicklung für das ganze Land. Du musst jetzt handeln, denn deine Finanzen schlafen nicht. Für nur 1 Euro am Tag bekommst du im Friedrich Report Analysen, Prognosen und geballte Informationen für dich zu Hause. Friedrich.report, deine Adresse für Finanzen. Ja, aber wie vorhin schon erwähnt, wir haben es in den letzten Jahren ja leider beobachtet, dass tatsächlich der Diskurs eigentlich nicht mehr stattfindet. Es gibt nur noch eine Meinung, ein Narrativ und das ja ist gegeben oder wird vorgepredigt und wer dagegen sich irgendwie aufstemmt, wird dann sofort stigmatisiert, diskriminiert oder auch diffamiert. Und das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung, weil Sie wissen es von der Wissenschaft, es gibt immer mehrere Meinungen und so ist es ja auch eine Demokratie. Man kann ja unterschiedliche Meinungen haben zum Ukraine-Krieg. Also ich zum Beispiel bin für Frieden oder wie viele Geschlechter es gibt. Ich glaube nur an 2 plus noch eine Mischung. Aber ansonsten wird man ja sofort dann irgendwie als vogelfrei erklärt und Unmensch und wird dann eigentlich gar nicht mehr gehört. Und daran krankt ja unsere Gesellschaft, diese tiefe Spaltung, dass auch die anderen Seiten sich dann nicht mehr erreichen lassen. Ich meine, Sie merken es wahrscheinlich auch, es gibt ja immer noch Menschen, die wirklich die ganzen Lügen von damals während der Corona-Krise glauben. Also sowohl, dass die Impfungen hocheffizient sind, keine Nebenwirkungen haben, dass Abstand sinnvoll war, Desinfektionsmittel sinnvoll waren, obwohl es ja ein Aerosol war, beziehungsweise auch, dass dieses Virus auf natürliche Art und Weise entstanden ist und eben nicht aus einem Labor kam. Wie kann man denn diese Menschen erreichen, um diese Spaltung auch zu überwinden, um auch vielleicht eine Art Aufarbeitung hinzubekommen? Oder sind die für alle Zeiten verloren? Ist es schon so verhärtet, dass es gar keinen Austausch mehr geben kann? Nein, ich bin da eigentlich optimistisch. Und ich sehe ja auch, dass alternative Medien und auch Kanäle, wie Sie sie jetzt betreiben, immer größeres Gewicht erlangen und auch immer mehr wahrgenommen werden. Und es ist einfach so, je stärker die Öffentlich-Rechtlichen eben ihrem Auftrag nicht mehr nachkommen, desto mehr und mehr Menschen gibt es, die eben auch das Bedürfnis haben, sich anderweitig zu informieren. Das ist mir ja selbst so gegangen in den letzten 4 Jahren, aufgrund dessen, dass ich all diese Erfahrungen machen musste. Ich denke, die alternativen Medien oder auch diese YouTube-Kanäle haben längst nicht die Bedeutung gehabt, noch vor 6-7 Jahren im Vergleich zu heute. Und das ist ja eine Konsequenz dessen, dass eben viele sich nicht mehr informiert sehen oder halt nur noch ganz einseitig informiert sehen. Ja. Und weil Sie das angesprochen haben, zum Beispiel mit dem Ukraine-Konflikt, ja, da ist es natürlich so, da habe ich auch sofort gesehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben nicht richtig informieren. Sie haben zum Beispiel auch die Information, die tatsächlich richtig war, dass es eben Biowaffenlabore gab in der Ukraine, die von US-amerikanischer Seite unterhalten waren. Das haben die als Fake News, als Desinformation gebrandmarkt, können Sie alles recherchieren, obgleich die Victoria Nuland, das ist ja eine enge Mitarbeiterin auch der US-amerikanischen Regierung, tatsächlich parallel noch im US-amerikanischen Fernsehen dies bestätigt hat, ja, und es auch die ganzen amerikanischen Webseiten gab, wo genau diese Programme mit diesen Biolaboren in der Ukraine und auch in Georgien entsprechend dokumentiert waren. Also da habe ich auch sofort gesehen, da kann man den Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht mehr vertrauen. Und natürlich kann man nicht selbst alles immer recherchieren und alles immer selbst auch in der Literatur nachlesen. Da muss man einfach sehen, wer könnte da überhaupt eine Quelle sein, der man vertrauen kann. Und zum Beispiel gerade was den Ukraine-Konflikt anbelangt, habe ich unglaublich viel gelernt von Jeffrey Sachs. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Das ist ja ein unglaublich bekannter US-amerikanischer Ökonome und von der Columbia University. Und der hat ja im Auftrag der US-amerikanischen Regierung ja auch sehr viele Kontakte eben gehabt, nicht nur Kontakte gehabt, sondern auch hat vermittelt zum Beispiel zwischen USA und Polen, als es damals um den Zusammenbruch ging der Sowjetunion und wie dann die osteuropäischen Staaten eben entsprechend dann
gefördert werden könnten oder halt auch nicht im Falle von Russland. Und Jeffrey Sachs hat unglaublich viele Interviews gegeben, die wirklich hörenswert sind. Und er hat insbesondere auch viele schriftliche Dokumente eben auch rausgegeben, wo diese ganze Historie eben auch des Ukraine-Russland-Konflikts eben von der historischen Seite und insbesondere auch ab 1990 beleuchtet wurden. Und das sind Fakten, die sind belegbar durch entsprechende Dokumente. Das macht er auch großartig. Und wenn man sich da wirklich mal informieren will, was wirklich die Hintergründe sind, dann kann ich nur empfehlen, eben ihn mal zu hören, aber auch natürlich andere, die wirklich persönlich in diese Entwicklung eben in dieser Entwicklung involviert waren und sogar vielleicht auch selbst da diese ganzen persönlichen Kontakte hatten. Und Jeffrey Sachs ist eben jemand, der genau all diese Kontakte hatten. Ja. Und genauso natürlich zum Thema Klima. Ja, auch da muss man sich halt mal informieren, was Nobelpreisträger wie John Clauser in USA sagen und viele andere Nobelpreisträger eben zum Thema Klima, dass das eben keine Klimakrise ist, wie Sie sagen, ich zitiere jetzt mal, es ist keine Klimakrise, sondern es ist eine unverantwortliche und unverantwortbare Klimapolitik, die wir in westlichen Staaten erleben. Ja, das sind also Zitate. Und genauso natürlich kann man auch da wiederum recherchieren. Man kann recherchieren, dass es 2009 einen Climategate-Skandal gegeben hat. Das kann jeder unter diesem Begriff recherchieren. Ein Climategate-Skandal, wo offenkundig geworden ist, auch durch offengelegte E-Mail-Korrespondenzen, genauso wie im Falle der Pandemie, dass es eben Klimaaktivisten im pseudowissenschaftlichen Raum gab, die eben entsprechende Narrative kreiert haben und falsche Dinge in die Gesellschaft reingetragen haben. Sie haben zum Teil auch Daten manipuliert. Ja, auch das ist festgehalten. Und sie haben damit eben auch die Politik entsprechend desinformiert und haben diese ganze Entwicklung eben jetzt in eine katastrophale Richtung gebracht. Und da müssen Sie eben dann auch mal eben Vorträge anhören. Sie müssen entsprechende Dokumente auch von Nobelpreisträgern, aber von vielen Fachwissenschaftlern auch gerade in USA mal eben auch anhören. Und dann hören Sie sich einfach mal Argumente von allen Seiten an. Und wenn Sie Physiker sind, ich meine, Klimaforschung ist, wenn man das wirklich runterbricht, nichts anderes als Physik, ja. Da brauchen Sie halt Strahlungsgesetze. Da müssen Sie was lernen von Strömungslehre. Da müssen Sie Thermodynamik verstehen. Sie müssen Astrophysik Grundlagen haben und so weiter und so fort. Ja, Sie müssen Unterschied zwischen abgeschlossenem und offenem thermodynamischen System wissen. Und das alles und natürlich auch müssen Sie einschätzen können, was Modellierungen können und was sie nicht können. Das haben wir ja auch im Rahmen der Pandemie gesehen. Ja. Ja? Das kann man ja da auch rückwirkend nochmal sehr schön sehen, was es da eben für Modellierungen gab und welchen Wahrheitsgehalt die am Ende des Tages hatten. Allerdings. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, um das jetzt nochmal abzuschließen, es ist ein Aufruf jetzt wirklich an alle, sich eben möglichst vielseitig zu informieren. Keiner möchte sagen, ja, jetzt hier derjenige Zuhörer soll jetzt die oder die Meinung jetzt zukünftig haben. Nein, es ist ein Aufruf, sich möglichst breit zu informieren. Und das schließt eben heutzutage auch alternative Medien ein. Das schließt aber auch einen internationalen Kontext. Ja, wenn ich nur Nachrichten oder auch alternative Medien aus Deutschland eben entsprechend verfolge, habe ich auch noch nicht das komplette Bild. Nun, als Wissenschaftler bin ich natürlich von jeher international natürlich tätig und auch international ausgerichtet. Das heißt, ich verfolge natürlich ständig Nachrichten auch aus USA, aus Asien. Deshalb hatte ich ja auch sehr frühzeitig Informationen eben aus dem fernostasiatischen Bereich, was da eben abging, auch in Wuhan, und konnte das eben auch entsprechend sehr frühzeitig einschätzen. Man muss sich eben sehr vielseitig informieren. Und auch gerade was die Aufarbeitung der Pandemie anbelangt, können wir heutzutage auch viel, viel lernen aus dem asiatischen Raum. Sie können das mal verfolgen, was derzeit in Japan abgeht im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Pandemie, aber auch in anderen asiatischen Ländern. Und da ist es eben so, dass auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn man das so will, oder in breiten Massenmedien nun das thematisiert wird in Japan, was größtenteils in Deutschland immer noch tabu
tabu ist oder tabuisiert wird. Das ist auf jeden Fall in vielen asiatischen Ländern jetzt nicht mehr so. Und deshalb hoffe ich, dass es eben auch eine Welle gibt, der man sich nicht mehr entziehen kann. Ja. Und dass es irgendwann auch nicht nur bei Lippenbekenntnissen von Politikern bleibt, ja, ich möchte ja jetzt eine Aufarbeitung haben, sondern dass wirklich jetzt mal was passiert. Und zwar auch öffentlich. Ja. Also der einzige Untersuchungsausschuss, den wir ja da hatten in der Vergangenheit, war, glaube ich, der in Brandenburg. Der war aber auch nicht öffentlich. Tatsächlich ist es so, dass all die Untersuchungsausschüsse zum Beispiel in den USA, sowohl des US-Repräsentantenhauses als auch des US-Senats, ja öffentlich waren. Ja, wir konnten öffentlich verfolgen, auch in Deutschland. Ich habe das gemacht. Was sagt eigentlich Anthony Fauci jetzt zu all dem, was passiert ist? Was sagen seine Mitarbeiter? Was sagt dieser Peter Daszak? Und was sagen vor allen Dingen die US-amerikanischen Molekularbiologen zu dem, was da passiert ist? Ja. Und da bekommt man halt die Information, dass unter Eid ein US-amerikanischer Molekularbiologe eben gerade jetzt diesen Sommer gegenüber dem US-Senat, und das ist schriftlich dokumentiert, ist öffentlich zugänglich, klar sagt, wenn man die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, eben jetzt eines zoonotischen Ursprungs und eines Laborursprungs von SARS-CoV-2, dann kommt man jetzt mit allen Kenntnissen zu einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 1 zu 1 Milliarde, dass das natürlich entstanden ist. Ja, ich habe zum Zeitpunkt meiner Studie noch von 99,9% Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs gesprochen. Wir sind jetzt aber bei einer Wahrscheinlichkeit für einen natürlichen Ursprung von nur noch 1 zu 1 Milliarde, also nicht 1 zu 1000. Ja, und das ist jetzt Sachstand, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, die vielleicht auch mal jeder Naturwissenschaftler nochmal nachschauen muss, bevor er jetzt gerade auch wieder in jüngsten Interviews behauptet, dass das ja alles jetzt immer noch eine Zoonose wäre. Ich glaube, da brauchen einige Virologen noch Nachhilfe in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da sollten einige Mathematikvorlesungen vielleicht nochmal. Ja, vielleicht haben die was verpasst oder halt ihren Abschluss nicht wirklich legal ergattert. Wer weiß, ist ja auch heute gang und gäbe, dass der ein oder andere Doktortitel doch erschlauwindert wurde. Aber ich bin ganz bei Ihnen. Also die alternativen Medien sind wichtig und ich glaube auch, um den Druck im Kessel zu erhöhen, um die Aufarbeitung voranzutreiben und auch eine Aufarbeitung zu erhalten, müssen natürlich diese Informationen raus. Deswegen bitte ich jetzt schon die Zuschauer, dieses Video kräftig zu teilen. Es hilft auf jeden Fall immer. Und wenn ihr zum ersten Mal da seid und die alternativen Wahrheitsmedien unterstützen möchtet, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, weil dann werdet ihr immer wieder absolut schnell informiert, sobald ein neues Video online geht. Und jetzt sehen wir ja, die Aufarbeitung in Deutschland eher kommt ins Stocken. Glauben Sie denn, dass es Konsequenzen geben wird? Weil wir sehen ja, dass die Verantwortlichen wie Spahn sagen zum Beispiel, ja, wir müssen viel aneinander verzeihen. Oder Lauterbach irgendwie wieder sagt, ja, es kommt was, aber irgendwie kommt gar nichts. Auch beim Robert-Koch-Institut ist es eher so ein bisschen fragwürdig, ob man da wirklich Interesse an der Aufarbeitung, spielt man da auf Zeit? Und wurden Sie eigentlich rehabilitiert? Gab es da irgendwie vom Spiegel oder von anderen mal eine Art Entschuldigung? Oder ja, hatte er doch recht, der Dr. Wiesentanger aus Hamburg? Nein, also diese Entschuldigung gab es weder aus dem politischen Raum bislang. Da gab es ja auch einige sehr deftige Statements eben von Politikern vor Ort, aber auch zum Teil von Bundesebene. Die habe ich alle gesammelt. Ja, das mag mal noch interessant sein, auch das aufzuarbeiten, auch von Seiten der Medien und der Presse, was da geschehen ist. Ja, ich bin ja auch zu vielen Interviews damals gebeten worden und wie das üblich ist, wird man da ja auch gefragt, gibt man entsprechend ein Interview frei. Das habe ich dann auch getan gegenüber den jeweiligen Journalisten. Und was musste ich dann feststellen, als das dann erschienen ist, sind zentrale Sätze abgewandelt worden. Das heißt, haben nicht mehr dem entsprochen, was ich freigegeben habe. Und was ich halt immer wieder gesehen habe, ist, dass das, was Journalisten geschrieben haben, zum Teil eben dann auf höheren Ebenen der entsprechenden Medienhäuser nochmal korrigiert wurde zu meinem Schaden. Ja, das habe ich alles dokumentiert und es ist wirklich unglaublich, was da passiert ist, sicherlich nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen. Ja, und das ist einfach verwerflich, ja, wenn sowas zum Beispiel auch bei der Zeit passiert. Und das muss ich wirklich ansprechen. Ich war damals also wirklich wütend, ja, was da passiert ist. Ich habe das alles schriftlich dokumentiert. Wenn ich sowas sage, dann können Sie mir das glauben.
Und das kann einfach nicht sein, ja. Und ob es wirklich nochmal zur Entschuldigung kommt, ob es eine Aufarbeitung gibt, in Deutschland kann ich natürlich nicht vorhersagen. Ich sage nur voraus, dass der Druck auch von internationaler Seite immer größer werden wird. Weil wir wissen ja jetzt auch, dass Anfang Februar eben nicht nur die US-amerikanische Regierung, sondern auch die britische Regierung eben von diesem Laborursprung, der eben schon damals als sehr, sehr wahrscheinlich angesehen worden ist, überzeugt war. Und wir wissen ja auch, dass ab etwa dem 4. Februar eben das ja auch als National Security Issue angesehen wurde in USA. Es ist ja der Nationale Sicherheitsrat damals eben dann beauftragt worden. Und ja, auch von deutscher Seite ist ja dann irgendwie dann auch die Bundeswehr da reingekommen. Das heißt, es ist eben auch als militärisches, nicht als gesundheitliches Problem dann identifiziert worden ab Februar. Und warum ist das geschehen? Wir wissen jetzt sicher, gesichert, auch durch Zeugenaussagen vor dem britischen Untersuchungsausschuss, dass eben diese Information vorlag. Erstens, dass das mit so hoher Wahrscheinlichkeit ein neues Virus ist aus einem Labor, dessen Eigenschaften man noch überhaupt nicht abschätzen konnte. Ja. Und zweitens lag die Information vor, dass genau dieses Institut, das Wuhan-Institut für Virologie, seit 2017 eine enge Kooperation mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee hatte. Das heißt, diese zwei Fakten lagen vor. Und deshalb ist das natürlich von Anfang an auch nicht nur als Gesundheitsproblem gesehen worden und mit entsprechenden Antworten aus der Gesundheitspolitik, sondern es ist natürlich von Anfang an auch als militärische Sache gesehen worden, weil es ja hätte eine mögliche Biowaffe auch sein können. Viele reden ja auch davon, dass es eigentlich Biowaffen sind. Nun haben wir natürlich jetzt, und darauf möchte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, den Glücksfall gehabt, dass die Sterblichkeitsrate von SARS-CoV-2 am Ende des Tages sehr viel weniger als 1% lag. Und viele sprechen ja davon, wieso haben wir das alles gemacht? Das ist ja nicht höher als die Sterblichkeitsrate der Grippe. Und wir haben auch aus den RKI-Protokollen gelernt, dass selbst auch Experten davon gesprochen haben, dass wohl die Grippe gefährlicher wäre als jetzt SARS-CoV-2. Das wusste man aber ja nicht unbedingt von Anfang an. Man hätte es natürlich entsprechend fortlaufend untersuchen müssen. Was sind denn die Fakten? Wie stellt sich das da eben im Laufe der Zeit von medizinischer Seite? Aber zunächst einmal hat man eben gesehen, da gibt's einen neuen Virustyp, der eben aus dem Labor kommt, aus einem Labor auch noch, wo es Verbindung gibt zur chinesischen Volksbefreiungsarmee. Und deshalb hat man entsprechend reagiert. Und das ist eben nicht kommuniziert worden, auch bis zum heutigen Tage nicht. Das ist aber gefährlich. Wenn wir jetzt von einer Aufarbeitung sprechen, dann müssen wir halt auch thematisieren, dass dadurch, dass diese Art von Forschung bis zum heutigen Tag nicht reguliert ist, dass ja weitergeht eben mit Vogelgrippeerregern, mit Affenpockenviren und auch mit viel, viel gefährlichen Erregern. Es gab jüngst auch eine Publikation, die genau auch die jüngsten Ausbrüche des Vogelgrippeerregers bei Rindviehherden in USA auf Laborunfälle zurückführen. Dazu gibt es entsprechende Studien, die sind noch nicht jetzt begutachtet, sind aber abrufbar, kann jeder selbst recherchieren und entsprechend seine Meinung dazu bilden, auch von wissenschaftlicher Seite her. Wir wissen bei den Affenpocken, wo ja auch schon eine Pandemie wieder ausgerufen ist oder worden ist von der WHO, ja, dass seit 2015 Anthony Fauci Experimente finanziert hat, die wirklich haarsträubend sind. Es gibt nämlich zwei Affenpockenvirenstränge. Der eine Affenpockenvirus-Typ ist relativ ungefährlich, verbreitet sich aber relativ schnell. Und der andere Affenvirus-Typ, Pockenvirus-Typ, ist sehr viel gefährlicher, aber verbreitet sich sehr langsam und auch nicht eben irgendwie problematisch. Jetzt gibt es aber Experimente, die vorgeschlagen wurden und tatsächlich gefördert wurden seit 2015, wo Wissenschaftler jetzt hergegangen sind
und Hybridviren erzeugt haben. Hybridviren von Affenpocken, die genau diese beiden Eigenschaften kombinieren, also sehr viel höhere Sterblichkeitsrate kombiniert mit hoher Übertragbarkeit. Also da muss man sich fragen, also was kann man denken als Politiker, als Wissenschaftler, wenn man solche Experimente durchführt, wenn man sie finanziert? Das ist vollkommener Wahnsinn, was da passiert. Und Affenpocken hin, Affenpocken her. Vogelgrippeerreger, wie Sie wissen, haben viel, viel höhere Sterblichkeitsraten noch. Aber ich sage Ihnen eins, dieser US-amerikanische Molekularbiologe, der eben jüngst auch Zeuge war vor dem US-Senatsausschuss und der seit Beginn an übrigens engster Berater war, sowohl der Trump-Regierung auch als in der Folge dann der Biden-Regierung, Administration, der hat eben zum Vorschein gebracht, dass eben an diesem Wuhan-Institut für Virologie auch Gain-of-Function-Experimente an Nipah-Viren durchgeführt werden. Und die sind nochmal viel, viel problematischer. Die haben noch höhere Sterblichkeitsraten. Und jetzt höre ich immer wieder das Argument, und auch dem will ich vorbeugen, das ist ein unsinniges Argument zu sagen, ja, wenn ein Virus eine hohe Sterblichkeitsrate hat, dann verbreitet sich dieser Virustyp ja nicht schnell und man kann das dann lokal eindämmen. Zum Beispiel bei Ebola ist das der Fall. Ebola hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, aber eben aufgrund dessen, dass die Krankheit relativ schnell auch dann offensichtlich wird, kann man das lokal immer noch eindämmen. Bei Nipah zum Beispiel ist aber sozusagen die Zeit dann zwischen der ursprünglichen Infektion und dem Ausbruch sehr viel länger. Und gerade Nipah-Viren werden also derzeit, gerade auf dem Gebiet der Biowaffen, als besonders aussichtsreich in Anführungsstrichen angeschaut. Ja, und all diese Informationen muss man eben haben. Und da zählt auch nicht mehr das Argument, ja, da würde ja der Ausbruch nur lokal dann sein. Ja. Das sind Entwicklungen im Gange, die also höchst problematisch sind. Und es ist also dramatisch, wenn über solche Dinge im öffentlichen Raum noch nicht mal gesprochen werden darf, wenn das sowohl von politischer Seite, und da erinnere ich nochmal auch an eine Debatte im Deutschen Bundestag, es gab nämlich einen Antrag, das zu thematisieren im Deutschen Bundestag, das ist von fast allen politischen Parteien einfach ad acta gelegt worden, sei nicht wichtig, darüber zu debattieren. Und SARS-CoV-2 wäre ja sowieso natürlichen Ursprungs. Es ist unglaublich, was da geschieht. Und dann natürlich auch von Seiten der Medien, dass das nicht aufgegriffen wird. Tatsächlich sind es die gleichen Medien, die noch vor etlichen Jahren tatsächlich selbst Beiträge gebracht haben zur Problematik dieser Experimente. Aber seit sie von der Gates-Stiftung finanziert werden, hören sie von genau diesen Medien überhaupt nichts mehr. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen. Erstens, was erwarten Sie? Wird's nochmal, man hat es ja versucht mit ja Affenpocken, Vogelgrippe und so weiter, wird es nochmal eine Gesundheitskrise, möchte ich es mal nennen, geben? Und zweitens, wir haben ja trotzdem eine Übersterblichkeit gesehen. Lag denn die Übersterblichkeit dann an Corona, an Long-Covid oder an was anderem? Ja, also Fakt ist ja, dass diese Übersterblichkeit in Deutschland und in vielen anderen Ländern sich ja schon im Jahr 2020 gezeigt hat, also im ersten Jahr der Pandemie, was man ja eigentlich erwarten würde, sondern erst ab dem Jahr 2021. Deshalb gibt es ja viele Menschen, die eben mutmaßen, ja, es könnte zum Beispiel auch mit der Impfung im Zusammenhang stehen. Und das wird im Moment gerade auch in Japan eben sehr offen diskutiert und natürlich auch von US-amerikanischer Seite. Sie müssen wissen, dass es 5 Bundesstaaten gibt in USA, die eben derzeit jetzt Pfizer verklagen. Der erste Bundesstaat war Kansas, aber auch andere Bundesstaaten folgen gerade aufgrund eben dieser Mutmaßung, dass eben entsprechend hier diese Impfung dazu beigetragen haben, zumindest zu dieser hohen Übersterblichkeit, und dass es da eben auch dramatische Nebenwirkungen gab, die übrigens von Anfang an der US-amerikanischen CDC vorlagen, wie erst jüngst eben bekannt wurde. Es gab eben nicht nur in Deutschland so einen Fall wie jetzt die Offenlegung der RKI-Files. Es gab ganz jüngst jetzt auch
aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes jetzt eine Offenlegung dessen, was die CDC, also die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, das entspricht dem deutschen RKI, eigentlich wussten. Und die wussten von all den Nebenwirkungen tatsächlich aus entsprechenden Dokumenten und haben es aber nicht kommuniziert. Weder die CDC hat das kommuniziert, noch eben die Pharmafirmen. Und die Pharmafirmen sind ja eigentlich eben von der Haftung ausgeschlossen. Allerdings gilt zumindest nach US-amerikanischem Recht das nicht, falls eben entsprechende Firmen absichtlich gewisse Informationen zurückgehalten haben und die Öffentlichkeit und auch die Politik getäuscht haben. Und das ist genau jetzt der Ansatzpunkt all dieser juristischen Verfahren, dass eben jetzt vorgegangen wird, wenn es Pharmafirmen gab, die eben nicht die Information ordentlich offengelegt haben, um ihre Produkte zu bewerben und damit natürlich auch entsprechend dann unglaubliche Gewinne gemacht haben und umgekehrt sich die ganze Entwicklung noch aus öffentlichen Steuergeldern finanzieren ließen. Das muss juristisch aufgearbeitet werden. Das ist auch nicht mehr eine Frage von Untersuchungsausschüssen. Das muss jetzt juristisch geklärt werden. Die Implikation ist viel zu hoch, weil es ja nicht nur entsprechende Vermutungen gibt im Zusammenhang mit der Übersterblichkeit, sondern auch mit dem dramatischen Rückgang der Geburtenraten, wo es ja auch zum Beispiel erst hieß, dass die Impfungen keinerlei Effekte hätten bei Schwangeren. Das ist definitiv widerlegt. Da gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten dazu, die in der referierten, also in der begutachten Literatur jetzt erschienen sind. Auch das war eine Falschaussage. Und da muss man natürlich jetzt auch erstmal klären, was könnten da eben mögliche Ursachen sein. Ich will nicht sagen, dass das entschieden ist. Nein, es muss Anlass geben, jetzt eben für eine konsequente Aufarbeitung, aber auch natürlich Überprüfung. Und da braucht es eben solche Wissenschaftler, auch zum Beispiel wie Arne Burkhardt, der ja auf dramatische Art und Weise ums Leben gekommen ist, die eben sich auch diesen Problemen widmen, eben auch von der pathologischen Seite her und natürlich auch von der medizinischen Seite her. Und das ist etwas, was ich auch von den Medizinern, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erwarte. Ja. Wenn ich mich entschieden habe, für ein Medizinstudium und auch Arzt zu werden, dann habe ich auch letzten Endes ein Gelöbnis abgelegt, auch gegenüber der Öffentlichkeit eben keinen Schaden anzurichten und dazu beizutragen, dass die Menschen gesund sind, gesund werden und eben kein Schaden zugefügt sind, wird. Ja. Und das ist etwas, was die Mediziner jetzt und auch die Ärzte als Bringschuld haben, diese Dinge jetzt wirklich im Detail aufzuklären und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass sich sowas eben nicht mehr wiederholt. Wir wissen alle, dass es in sozialen Medien ja auch entsprechende Gerüchte gibt, will ich jetzt mal sagen, dass 2025 wieder eine neue Pandemie geplant ist. Wir müssen einfach natürlich jetzt durch eine Aufarbeitung sicherstellen, dass nicht wieder die gleichen Personen Unwahrheiten verbreiten, Desinformationen verbreiten. Und dass vor allen Dingen nicht nochmal sowas passieren kann, dass eben unzureichend getestete Impfstoffe, die eben viel zu geringe Sicherheit geboten haben, dann entsprechend verimpft werden. Weil diese dramatischen Fälle und diese schweren Schicksale, und ich kenne etliche davon, ja, das ist einfach unglaublich. Und auch ich im Verwandten- und Bekanntenkreis habe natürlich auch von Fällen erfahren müssen, ja, dieser Art, unmittelbar auf der Basis von Impfungen. Und ich glaube, fast jeder eben kennt Personen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ich persönlich, Gott sei Dank nicht. Ich muss auch hier sagen, ich bin kein Impfverweigerer. Im Gegenteil, also wenn Sie mein Impfbuch bis 2020 sehen, dann kann man mir zum Beispiel nicht vorwerfen, Impfverweigerer zu sein. Ich sage nur jetzt, mit all dem Wissen der letzten 3 Jahre, dass das Vertrauen in alle Institutionen, von der Europäischen Arzneimittelaufsicht über das Paul-Ehrlich-Institut, über das Robert-Koch-Institut und auch die gesamten Ministerien, die da politische Verantwortung tragen, absolut erschüttert ist. Ja, anders kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Und das heißt, Sie lassen sich jetzt nicht mehr impfen? Das wird mit Sicherheit für die jeweiligen Impfungen, die gegebenenfalls noch anstehen, zu bewerten sein.
Da werde ich mich viel, viel mehr informieren, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Ich will das jetzt auch nicht als Empfehlung abgeben. Ich sage bewusst nicht, wie ich mich zukünftig verhalten werde. Aber auf jeden Fall werde ich mit Sicherheit nicht zustimmen bei einer Impfung, die irgendwie innerhalb von wenigen Monaten hier propagiert wird, egal was da auch immer wieder jetzt an Pandemie von Seiten der WHO ausgerufen wird. Ja. Und allein schon das Ausrufen einer Affenpockenpandemie, ich meine, ist absurd. Es gab 6 Todesfälle weltweit und dann hat die WHO bereits eine Pandemie ausgerufen. Wenn man bedenkt, dass jährlich Millionen, zum Teil auch über 10 Millionen Menschen, zum Beispiel an Nikotin, an Alkohol, aber auch an falscher Medikation zum Beispiel ums Leben kommen, dann ist das total absurd. Und die Weltgesundheitsorganisation sollte sich eigentlich mal um das kümmern, wofür sie eigentlich zuständig ist und was alle Menschen von dieser Organisation erwarten, sich mal um die Gesundheit der Bevölkerung kümmern und nicht hier Politik zugunsten eben von Lobbyisten zu machen. Und ich habe noch kein einziges Wort, noch kein einziges Statement der WHO gehört bezüglich dieser extrem risikoreichen Gain-of-Function-Experimente und dass das entsprechend eingeschränkt werden muss. Da hören Sie nichts. Ja, im Gegenteil, die WHO hat ja mit dazu beigetragen, dass es diese Vertuschung auch des Virusursprungs gab. Sie hat Personen wie Peter Daszak in die gemeinsame China-WHO-Untersuchungskommission zum Ursprung von Covid-19 berufen, wo Peter Daszak selbst jahrelang in diese hochgefährliche Forschung persönlich involviert war. Und das wusste man. Und trotzdem hat man von Seiten der WHO eine solche Person übrigens als einzigen Vertreter von US-amerikanischer Seite berufen. Das ist ein Skandal ohne Ende. Und nachdem das dann auch von vielen Regierungen angemahnt wurde, vielleicht können Sie sich erinnern noch, im Frühjahr 2021 hat ja dann noch der Direktor der WHO gesagt, nein, wir müssen auch Laborursprünge weiter untersuchen. Das klang dann relativ gut. Was ist passiert? Es wurde eine zweite Kommission dann ins Leben gerufen und da wurden wieder Leute berufen, die so große Interessenkonflikte haben. Ja, wir haben dann, wenn ich wir sage, ist eine Gruppe von etwa 30 Wissenschaftlern, dann öffentliches Statement abgegeben, dass das doch wohl nicht sein kann, dass jetzt wieder eine Kommission ins Leben gerufen wird. Und diese Kommission soll auch zukünftig zuständig sein in der WHO zur Vorsorge und Beobachtung in Bezug auf mögliche zukünftige Pandemien. Das ist ein absoluter Skandal, weil das von Anfang an heißt, man ist blind gegenüber eben diesen ganzen problematischen Gain-of-Function-Experimenten und da passiert eben praktisch nichts im Moment. Ja. Und deshalb ist eben auch das Vertrauen vieler Menschen, gerade auch gegenüber der WHO, auf ein Minimum gesunken. Ja. Aber wie können wir denn genau dieses erodierte Vertrauen, das abhandene Vertrauen in Institutionen, in Behörden, in die Politik, in die Medien wieder kitten oder ist das irreparabel? Das ist nicht irreparabel. Man kann alles reparieren, ja. Und ich bin ja auch optimistisch, dass wir das vielleicht irgendwann wieder hinbekommen. Nur wie lange das geht, weiß ich nicht, ja. Es gibt genügend Personen, ja, weltweit sowieso, die genügend Verstand haben, die genügend auch Verantwortung haben, auch von der ethischen Seite her, was eigentlich eben hier vertretbar ist und was nicht. Diese Gain-of-Function-Forschung, die ist ja menschenverachtend, ja. Die richtet sich gegen die Schöpfung insgesamt, ja. Und da braucht es einfach Wissenschaftler, die eben diese Dimension insgesamt sehen, die nicht nur einfach sehen, ja, ich will jetzt diese Forschung weiter betreiben die nächsten Jahre, ich kriege da zig Millionen an Forschungsgeldern und alles andere kümmert mich nicht. Genau auf der Ebene waren wir ja die ganze Zeit und sind wir bis heute, ja, dass es Virologen gibt, die einfach nicht einsehen können, dass es dieses Risiko einfach nicht wert ist, dann widmet man sich eben anderen Forschungsthemen, ja. Aber auch in anderen Gebieten, ja, brauche ich einfach auch Personen, sei es, dass es Wissenschaftler sind,
aber auch Wirtschaftsexperten und auch Experten, die sich mit Energiepolitik auskennen, die eben zu den anderen wesentlichen Fragen, die uns alle derzeit berühren, auch im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland, dass wir eben die Expertise von allen Seiten wieder einbinden. Und das muss politisch erfolgen, das muss aber auch von Seiten der Medien unterstützt werden. Und diesen Umschwung müssen wir hinkriegen. Und wenn es die Öffentlich-Rechtlichen eben nicht wollen oder wenn ihnen die Hände gebunden sind durch die Geldgeber und von Seiten der politischen Aufsichtsgremien, dann müssen wir das hinkriegen durch alternative Medien, durch alternative Informationskanäle wie ihren oder auch eben durch Initiativen. Und die Menschen müssen sich eben entsprechend breiter informieren, müssen möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lassen und müssen dann selbst entscheiden, was eigentlich die besseren Argumente sind und insbesondere, welche Personen überhaupt glaubhaft sind und welche nicht. Ich würde sagen, und das gilt in der Wissenschaft genauso wie sicherlich in vielen anderen Bereichen auch, ja, wenn ein Wissenschaftler mal wirklich dokumentiert und nachweisbar die Unwahrheit gesagt hat, gar noch in extrem wichtigen Fällen, dann sollte man eben auch auf solche Wissenschaftler nicht mehr hören. Ich glaube, in der Medizin gilt dasselbe. Wenn Sie mal von einem Arzt behandelt worden sind, was total schief ging, dann werden Sie sicherlich nicht mehr als nächstes zu diesem selben Arzt gehen. Das heißt also, Sie müssen Konsequenzen ziehen, ja. Und damit Sie eben nicht zu viele schlechte Erfahrungen machen müssen, auch zum Teil vielleicht lebensbedrohende Erfahrungen, kann ich nur jedem raten, sich eben entsprechend zu informieren. Und insbesondere auch, bevor wir weitere schlimme Entscheidungen treffen, unter dem Titel Follow the Science, und das ist eben mein Thema, ja, die Wissenschaft und deren Rolle auch heutzutage in Politik und Gesellschaft, also bevor wir das wieder machen, Follow the Science, muss klar sein, dass es eigentlich die Wissenschaft ist, die eben der Wahrheit wirklich verbunden ist, die eben das Streben nach der Wahrheit als Wissenschaft begreift und eben nicht hinnimmt, dass die Wissenschaft eben der auf dem Altar letzten Endes von irgendwelchen Ideologen geopfert wird, was letzten Endes zu einer dramatischen Entwicklung auch im Bereich politischer Entscheidungen und letzten Endes auch im Bereich der Wirtschaft führt. Ich glaube, nie war es wichtiger, sich die unterschiedlichen Meinungen wie Puzzleteile zusammenzuziehen, sich ein eigenes Bild zu machen. Und nie war es wichtiger, auch für den Diskurs sich stark zu machen, für die Demokratie, für die Aufklärung. Und da kann ich auch nur sagen, Ihre Worte in Gottes Ohren. Man sollte auf jeden Fall versuchen, sich sein eigenes Bild zu machen und ja, versuchen auch zu verzeihen. Und natürlich auch ganz wichtig, diejenigen, die uns in den letzten Jahren immer und immer wieder angelogen haben, denen vielleicht nicht mehr das Vertrauen schenken oder sogar die Stimme schenken, weil warum sollten die auf einmal der Wahrheit verpflichtet sein, nachdem sie uns wirklich ins Gesicht gelogen haben? Man muss einfach sagen, die Corona-Krise war eine krasse Lüge an uns alle, an die Kinder mit gigantischen Kollateralschäden, an mündige Bürger und an die ganze Welt eigentlich. Und deswegen überlegen, cui bono, wem dient es? War es vielleicht interessensgetrieben, weil man experimentell forschen wollte, weil es ums Geld ging? Es waren ja auch Milliarden, die hier umgeschichtet worden sind aus Steuergeldern Richtung Unternehmen, Privatwirtschaft. Und wie gesagt, wir wurden dermaßen krass angelogen. Deswegen sollte man eventuell diesen Personen, Menschen nicht mehr das Vertrauen schenken wie zuvor, weil wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und auch wenn er dann die Wahrheit spricht, deswegen muss man mal gucken, ob die überhaupt noch die Wahrheit sprechen. Ich habe da meine großen Zweifel. Aber ich finde schon absurd, dass man jetzt wieder genau die wählt oder die wieder im Fernsehen sieht, die uns ja wirklich krass ins Gesicht gelogen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Personen, Menschen, Wissenschaftler, die der Wahrheit und den Daten verpflichtet sind, wie Sie, Herr Professor Dr. Wiesendanger, auch dann eine Plattform haben und sprechen dürfen. Und ich glaube auch, dass unsere Zeit weiter gekommen ist und kommen wird, dass immer mehr Menschen, ich meine, der Kanal, damals, als wir zusammen waren, war ich bei 100.000 oder 50.000 Abonnenten, jetzt sind wir bald bei 500.000 Abonnenten. Und das ist schon ein deutliches Zeichen. Und wenn du jetzt auch hier ein Abo da lässt, dann wird es immer mehr. Und deswegen empfehlt uns auch weiter, teilt dieses Video mit Herrn Wiesendanger. Ganz wichtig, um sich auch ein eigenes Bild zu machen. Und bei Ihnen kann man ja auch sagen, im Rückspiegel der Geschichte, Ihre Aussagen haben
haben sich ja bewahrheitet. Sie haben nicht gelogen, ganz im Gegenteil. Sie haben sich stark gemacht für die Wahrheit, auch gegen den Trend, gegen das Narrativ und trotz des Gegenwindes. Und Sie hatten ja auch einiges zu erleiden. Und mich würde es freuen, wenn wir natürlich in Kontakt bleiben und wenn wir dann auch wieder mal ein neues Gespräch führen, weil ich glaube, die nächsten Jahre werden noch sehr herausfordernd und spannend. Also Ihnen auf jeden Fall vielen Dank, viel Kraft und danke und schöne Grüße nach Hamburg. Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, für das Gespräch, aber auch insbesondere für Ihre unglaublich bedeutsamen Beiträge für eine offene Debattenkultur. Und ich kann nur hoffen, dass sich diese eben weiter fortsetzt und dass wir eben nicht wieder in ein Zeitalter in Deutschland der Zensur verfallen und dass die Meinungsfreiheit auch von juristischer Seite eben auch weiter hochgehalten wird und wir uns darauf verlassen können, auch zukünftig das zu sagen, was gesagt werden muss. Absolut richtig. Und dafür sollten wir uns alle stark machen, und zwar friedlich, aber laut. Und da danke ich Ihnen auf jeden Fall. Bis bald und euch einen schönen Abend. Lasst mich mal wissen, wie ihr das Interview fandet. Und wir sehen uns. Bleibt tapfer. Herzlichst, euer Marc.